Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ihr denkt euch sicher, hä? Seit wann spielt der Danny denn Clash Royale? Ja Leute, ihr habt mich ja so oft gefragt, ob ich nicht mal auch Clash Royale bringe. Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, bring doch mal Clash Royale. Aber Leute, es ist nicht so wie bei den anderen Let's Plays, dass ich jetzt schon weiter bin. Denn ich habe Clash Royale schon mal gespielt, aber ich habe mir jetzt gedacht... Naja, Danny, du kennst dich ja nicht mehr aus. Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeschaut. Ich weiß nicht mehr über die neuen Karten Bescheid, über die neuen Sachen und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, erstell dir einfach mal einen Blue Stacks und spiel da von vorne los. Und dann habe ich mir gedacht, ja, start mir einfach ein Projekt. Das nennt sich hier Clash Royale. Einfach alles auf Null mal und los geht's. Ich habe ja keinen Namen für das Projekt, aber ich würde sagen, wir spielen da einfach mal drauf los, hätte ich gesagt, Leute. Ich hoffe, ihr habt drauf Bock. Ich habe drauf Bock. Also, geht's mal los. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, wenn ich hier mal Clash Royale bringe. Natürlich bringe ich Castle Crush auch noch. Aber was sagt ihr zu Clash Royale? Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Ihr seht schon, wir sind hier auf Level 2. Öffnen hier noch eine Gratis-Truhe. Eine habe ich jetzt zwischendurch schon mal geöffnet, damit ihr auch was zu sehen habt. Ja, was haben wir? Die Pfeile, den Bomber und die Bogenschützen. Ja, ich habe Blue Stacks hier auf meinem Laptop laufen, deswegen schaue ich nicht ganz so runter. Ist mal wirklich komisch, nicht in mein iPhone hier zu sehen, Leute. Und ja, ihr könnt mir gerne andere Spielvorschläge bringen, falls ihr so sagt, ja Danny, das musst du auch unbedingt spielen. Alles in die Kommentare, wisst ihr, wo das hingehört. So, da bekommen wir Gold, wieder einen Bomber. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier gleich mal einen Kampf. In der Arena 1, Level 2, Kronentruhe wäre auch zu öffnen. Vielleicht können wir die in diesem Video schon öffnen. Bin gespannt, wie sich das ausgeht. Ja Leute, soll ich öfter Clash Royale bringen, dann schreibt es mir doch mal auch in die Kommentare. So, wir spielen gegen Detail. Komisch, das mal nicht auf dem Handy zu spielen, Leute, ich sag's euch. So, hier spielen wir gleich mal den Prinzen. Und da hinten, da werden wir, ja, was platzieren? Na gut, mal gar nichts. Hier, ja, ich muss da mal reinkommen. Die ganzen Karten, ich habe hier momentan so oft, ja, Castle Crush gespielt, dass ich mich hier überhaupt nicht mehr auskenne, wie das Ganze so funktioniert. Aber momentan sind wir gut im Rennen. Da haben wir gleich mal den ersten Turm des Gegners zerstört. Gegner spielt ja auch einen Prinzen, aber mit dem Bomber und den zwei Bogenschützen bin ich eigentlich gut im Rennen. So, auf der anderen Seite sieht es auch, andere Seite sieht es auch schon gut aus. Wir spielen mal den Ritter als kleinen Tank, würde ich mal sagen. So, der Gegner spielt einen Riesen. So, da bin ich mal gespannt. Wir kontern das Ganze mit einem Prinzen hier. Ich sage ja immer manchmal zum Prinzenritter. Also Leute, wenn ich hier sage, ich spiele hier den Ritter und dabei klicke ich auf den Prinzen. Ja, das passiert bei mir oft. Und ja, langsam komme ich wieder rein in das Spiel hier. Ich meine, ja, wir sind hier in der Burg 1. Das ist also Arena 1 heißt es hier. Ah, ich bin voll in Castle Crush momentan drinnen. Am Anfang, wie ich Castle Crush Let's Plays gemacht habe, war ich voll in Clash Royale drinnen. Und jetzt mache ich Clash Royale und ich bin voll in Castle Crush drinnen. So, da sind wir am großen Turm des Gegners angekommen. Also am Königstower. Und ja, sieht gut aus. Da haben wir schon das erste Match gewonnen, Leute. Gegen Detail. Oh, okay. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Continue. Na gut. App-Sync wollen wir jetzt nicht aktivieren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das mache ich mal, wenn ich nicht im Video bin. Aber es geht schon wieder weiter, Leute. So, da bekommen wir eine Silbertruhe. Das heißt, er hält Truhen und nicht Kisten. Das verwirrt mich auch ziemlich. So, da öffnen wir mal gleich. Dauert 3 Stunden. Aber natürlich wollen wir heute noch die Kronentruhe öffnen. Sonst hätte ja das Video, wäre nur halb so spannend. So, wir kämpfen gleich nochmal. Erstes Match schon gewonnen. Schauen, wie weit wir heute kommen. Ob wir heute mal verlieren oder ob wir alles gewinnen. Wir spielen gegen den TNM. Hat 30 Pokale. So, mit was beginnen wir? Wir setzen einfach mal hier einen Ritter auf der rechten Seite. Und dann schauen wir mal, was der Gegner so dagegen hält. Man sollte ja, glaube ich, nicht der Erste sein, der was setzt. So, der Gegner spielt auf der anderen Seite mal einen Riesen. Dann können wir eigentlich hier mit einem Musketieren. Uiuiuiui, da setzt der Gegner gut. So, ich muss mit den ganzen Strategien mal wieder klarkommen hier, was es alles so gibt, wie man hier am besten was verteidigt. So, ich habe hier auch noch einen Bomber gesetzt. Eieieiei, der Prinz macht mir hier zu schaffen. Ich hoffe natürlich, dass ich den Turm des Gegners auch zerstören kann. Nein, es geht sich nicht aus, dass ich hier noch einen Turm des Gegners zerstöre. Wow, 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 wow. Hier macht der Gegner ordentlich Druck auf mich. So, hier, nein, Ritter. Gegner setzt auch einen Ritter, schon auf Level 3. Hier kommt auch noch ein Bomber auf meinem Turm zu, aber das können wir locker hier easy verteidigen. So, wir werden jetzt auf der rechten Seite einen Ritter setzen. Einen Prinzen meine ich natürlich, Leute. Hier haben wir schon wieder den Versprecher, von dem ich euch vorher gewarnt habe. Setzt der Gegner hier noch was? Hat Elixier? Ja, einen Feuerball, aber das geht sich hier nicht aus. So, ich habe zwar die Pfeile, brauche ich aber hier nicht einsetzen. So, wir probieren es hier mal mit einem Riesen, falls ihr natürlich Strategievorschläge habt. Da ich ja schon so lange nicht mehr gespielt habe, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare, Leute. Würde mich darüber freuen. Riesig natürlich. So, aber jetzt sieht das eigentlich sehr, sehr gut für uns aus. Wäre ja auch gelacht, wenn wir hier nochmal verloren hätten. So, hier mal die Bogenschützen. Der
Riese macht oben gut Schaden auf den zweiten Tower. Natürlich wäre ein Free Crown, wenn wieder mega mäßig. Dann können wir die Kronentruhe natürlich leichter öffnen. So, hier setzen wir einen Ritter gegen den Ritter. Und was kommt hier? Nochmal die Bogenschützen. Leider, die reicht unser König Tower, erreicht unser Königsturm nicht mehr. So, jetzt hätte ich das fast nicht aussprechen können. Aber egal, wir setzen mal hier mit dem Prinzen. Mal schauen, wie der Gegner verteidigt. Ja, hätte ich mir fast gedacht, dass er mal zuerst links versetzen wird. So, was ist jetzt los? Wieso hat sich jetzt alles aufgehangen, Leute? Mein ganzer Mac schmiert gerade ab. Finde ich nicht so doll. Ich glaube, das ist gerade zu viel für ihn. Aber Leute, wir haben gewonnen. Free Crown Win, trotz Lags, eines Mega-Lags. Wow, 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 was geht hier ab? Wow, 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 wow. Ich mach nichts, Leute. Ich mach hier nichts. Wir bekommen 30 Pokale. So, lieber Laptop, hast du dich wiederholt? Ich schließe hier mal zur Vorsicht das ein oder andere Programm, das vielleicht etwas noch an Leistung raubt. Aber wir haben nur 36% CPU-Auslastung. Ist ja eigentlich nichts. So, wir haben jetzt 60 Pokale. Auch einiges an Gold. So, was haben wir eigentlich hier im Shop drinnen? Kaufen wir uns da was? Ja, kaufen wir uns das Muskelrad. Dann können wir das upgraden. Und ein paar Bomber kaufen wir uns auch. Denn dann können wir den auch upgraden. So, machen wir gleich mal. Wäre ja gelacht, wenn wir hier nichts besser machen könnten. So, im ersten Let's Play schon Bomber auf Level 4. Wow, das geht ja dahin. Bomber Level 4. Graden wir noch was ab. Ja, die Musketieren graden wir ab. Um 50 Gold. Ja, bis ich Turniere spielen kann, dauert es noch. Aber ich habe ja noch einen zweiten Account. Wie gesagt, hier auf meinem iPhone. Aber zuerst wollen wir hier mal das zustande bekommen. Dass wir uns hier etwas wieder zurechtfinden in Clash Royale. Und dann werden wir wieder auf einem anderen Account zocken. Oder vielleicht wird dieser sogar besser. Habe ich vielleicht hier mal die Chance, eine Legendäre zu ziehen. Dann spielen wir natürlich das weiter. Aber jetzt kämpfen wir weiter in Arena 1. Wir wollen natürlich die Kronentruhe. Noch ein Free Crown Win. Nein. Und dann noch irgendein anderer Win. Ja, dann wird sich das schon ausgehen. Ich kann nicht mal noch Clans beitreten, Leute. Das will mal was heißen. So. Setzen wir hier mal den hier hin. Und dann dahinter einen Bomber. Und auf der anderen Seite die Bogenschützen. Eieieiei. Aber der Bomber kann hier dann gut auf die anderen schießen. Und hier sollte der Prinz gleich mal weg sein. Yup, easy. So. Die Bogenschützen noch wegbekommen. Und dann kann das Musketier hier seinen Weg nehmen. Doch. Das wird nicht lange überleben, schätze ich mal. So, der Gegner spielt einen Drachen. Flugeinheit. Zum Glück habe ich hier einen Musketier drin stehen. Und das Restliche sollte der Turm schaffen, denn so viel hält ja der Drache nicht aus und der Bomber auch nicht. So, jetzt habe ich mich mal auf die rechte Seite verlagert, um den Gegner hier etwas abzulenken. Der Prinz macht enorm Schaden und hier können wir seinen Turm zerstören. So, jetzt noch die Musketierin zerstören. Mit dem Ritter sollte sich ausgehen und dann setzen wir auch schon einen Riesen auf der linken Seite. Gegner hat hier einiges an Elixier verbraucht auf der rechten Seite. So, dahinter wäre natürlich jetzt ein Bomber megamäßig. Der würde sehr, sehr, sehr viel Schaden machen, besonders hier für die Bogenschützinnen und auch auf dem Turm natürlich. So, gib alles, Bomber, komm, gib alles, so. Dürfte sich hier nicht mehr ausgehen, schade. Um den Turm hier zu zerstören. Da kommt er schon wieder mit einem Drachen. Ich setze mal den Musketierin hier. Der macht ja Flächenschaden, schön weit wegsetzen. Trotzdem, ja, war jetzt blöd platziert, falls der Gegner noch was dagegen setzt. Zum Supporten ist natürlich die Musketierin sofort weg. Und hier schafft sie wenigstens ein paar Schüsse auf den Turm des Gegners. Ja, sieht eigentlich ziemlich, ziemlich nice aus. So, hier schicke ich noch einen Ritter vor. Der kann gar nichts. Der schafft mal nichts. Das war wirklich nichts. So, können wir... Ja, könnten wir natürlich machen mit dem Meteor auf den Gegner hier. Und hier die Musketierin fällt auch mal. Komm schon, Bomber. Eieiei, die stehen schön auf einem Platz. Da kann ich mit der Bombe gut draufhauen. So, hier aber den Feuerball rein. So, Feuerball heißt das, nicht Meteor. Hier können wir beiden Türmen Schaden zufügen. Und falls das Spiel jetzt zu Ende gehen soll, sollten wir jetzt gewinnen, natürlich. Wir haben hier schon zwei Türme. Der Gegner hat jetzt leider einen von mir. So, Bogenschützinnen. Eieiei, nein, 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 nein. Oioioioioi, da kommt noch ein. Da hat der Gegner jetzt sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr, sehr nice. Doch jetzt gehen wir nochmal auf seinen Königsturm. Und hoffentlich können wir den zerstören. Wir haben den Feuerball. Bereit, hier gleich mal auf den Bomber. Und auch auf den Königsturm natürlich zugleich. Und dann spielen wir gleich mal den Riesen. Einen Ritter, damit der Gegner hier schlecht verteidigen kann. Come on. Eieiei, hier kommt der Gegner unten. Jetzt gehen wir in die Overtime.
Oh, der Prinz macht hier sehr, sehr viel Schaden unten. Das müssen wir jetzt natürlich verhindern, irgendwie. Mit dem Bomber geht sich das gut aus. So, schaffen wir den Turm? Yes, wir haben gewonnen. 3-Crown-Win für uns. Leute, das läuft ja. Erstes Let's Play von Clash Royale und wir gewinnen nur. Obwohl, ja, wir sind in Arena 1. Wir bekommen mal eine Goldtruhe zur Abwechslung. Kann ich da irgendwas öffnen? Ja, die Silbertruhe könnten wir öffnen, aber es ist ja nichts voll, deswegen werden wir das nicht öffnen. Wir wollen natürlich die Kronentruhe öffnen. So, weiter geht's. Ich freue mich schon, wenn ich Clans gründen kann. Dann wird es natürlich wieder einen Community-Clan geben. Es gibt ja schon einen. Vielleicht will dann von euch jemand auch einen gründen für mich. Das sehen wir natürlich dann. Aber zuerst muss ich mal Level 3 erreichen, dass wir überhaupt die Möglichkeit dafür haben. So. So, auf beiden Seiten einen Push starten. Hier werden wir mit dem Bomber unterstützen. Und dann bin ich gespannt, was der Gegner so macht. So, schaffen wir seinen Prinzen. Ja, sieht gut aus. Geht sich zwar nicht ganz aus, aber wir haben jetzt wenigstens einen Turm von ihm. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. So, jetzt kommt der Drache vom Gegner. Und da werden wir den mal hier mit unseren Fernkämpfern zerstören. Easy. Können wir jetzt einen Ritter setzen oder einen Riesen, wäre natürlich noch besser. Vor das Musketierin, geht sich das aus? Komm schon, Ritter. Ja, geht sich aus. Ja, geht vorher über die Brücke. So, hier haben wir den Bomber. Ui, hat zwar, ja, nicht so viel Schaden gemacht. Hat nur einen Hit gelandet. Aber das Musketier kann hier gut Schaden auf den linken Turm bringen. Guten Schaden. Gleich nochmal den Prinz. Und dann werden wir vielleicht noch einen... Ei. Aber wir haben hier den ersten fetten Treffer gelandet mit der Aufladung. Deswegen sollte, ja, sollte sich ausgehen, dass der Gegner drauf geht, nicht wir. So, erstmal den Bomber hier setzen, um das Ganze hier zu supporten. Easy. So, und jetzt kommt der Riese. Riese. So, sind eigentlich Giant Poison Tags noch interessant momentan? Denn das war ja bei mir das große Ding. Als ich, ja, Clash Royale früher gestreamt habe. Früher, vor 3-4 Monaten. So, zweite Turm ist weg. Wir können hier also schon die Kronentruhe öffnen. Bin schon mal gespannt, was da drinnen ist. So, der Drache geht nicht mehr auf den Riesen. Der Drache ist schon mal weg vom Gegner. Und wir können hier mega viel Schaden auf den gegnerischen Turm setzen. So, Bomber ist auch weg. Und dann bin ich mal gespannt. Wir können hier noch einen Ritter setzen. Einen Prinzen, sorry Leute. Puh. Und ja, ich würde sagen, das war mal ein gelungenes erstes Let's Play von Clash Royale. Weil, falls ihr mehr natürlich sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir mal irgendwas in die Kommentare, so wie Hashtag DennisCrew oder ein paar Tipps, ein paar neue Spiele, egal was, Hauptsache schreibt mal was rein. So Leute, wir haben uns hier auf wie viel Pokale gepusht? Ja, ich will das später bewerten. Danke für die Nachricht. So, wir können die Kronentruhe öffnen, die öffnen wir natürlich. Und wir haben 119 Pokale, Leute. Sieht eigentlich nice aus. So, was haben wir? 157 Gold, 2 Juwelen und... Wir haben die Sperrgoblins freigeschaltet und da muss ich unbedingt den AppSync aktivieren, Leute. Den werde ich natürlich aktivieren, aber nicht jetzt. Wir gehen wieder zurück zu Clash Royale. Ja, das nächste Mal hoffentlich mit aktivierten AppSync das Ganze hier. Wir bekommen 4-mal den Ritter, können wir upgraden. 13-mal die Kobolde und nochmal die Musketierin. Ich glaube, die kaufe ich mir gleich nochmal im Shop, dass die noch stärker wird. Ich glaube, das kann man jetzt am Anfang gebrauchen. Doch das wird es im nächsten Let's Play geben. Ja, hier... Einfach mal ein neues Projekt, Clash Royale. Wir starten von Beginn. Also ich finde das Ganze ziemlich, ziemlich nice. Ich hoffe, ihr feiert das gleich wie ich. Deswegen schaltet auf nächstes... So, jetzt nochmal. Schaltet deswegen das nächste Mal auf alle Fälle ein. Wir können dann vielleicht schon wieder eine Kronentruhe öffnen, wie ihr seht. Ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.